Event-Café-Bedienung Jasmin Berger macht sich größte Sorgen. Ihre Freundin Sarah ist verschwunden. Ich war heute Morgen schon in ihrer Wohnung. Die Katze ist mir entgegengekommen. Die hatte total Hunger. Das würde sie normalerweise niemals zulassen. Die Post lag im Flur auf dem Boden. Das Bett war gemacht. Sie war nicht zu Hause heute Nacht. Was ist denn genau passiert? Sie war gestern Abend bei mir. Yeah. Wir haben zusammen gequatscht, ein bisschen Wein getrunken und ich habe sie dann mit runter begleitet zur Tür. Das Taxi kam, sie hat dem Taxifahrer ihre Adresse genannt und dann ist sie losgefahren. Ich bin davon ausgegangen, dass sie nach Hause fährt. Aber ich erreiche sie nicht. Ihr Handy ist aus. Ganz ruhig, nochmal. Also Sie kennen sich schon länger, ja? Ja, wir kennen uns seit ein paar Monaten, weil wir gemeinsame Arbeitskollegen Gut. sind. Gut. Erinnern Sie sich an den Namen des Taxiunternehmens? Das war Kratzberger. Sagen Sie mir die Startadresse bitte, dann kann ich dort nachfragen. Das ist die Straße 93. Okay, dann rufe ich mal bei Kratzberger an. Haben Sie ein Foto von Ihrer Freundin da? Ja. Ich zeige Ihnen das einmal. Das ist sie. Ja, können Sie mir das einmal an diese Adresse hier schicken bitte? Ja, natürlich. Vielen Dank. Und ist da irgendwas Ungewöhnliches vorgefallen in der letzten Zeit? Haben Sie was mitbekommen? Sie ist mit einem verheirateten Mann zusammen. Der ist ein bisschen älter als sie, aber das würde sie nicht so aus der Bahn werfen, dass sie nicht nach Hause kommt. Wissen Sie denn, um wen es sich dabei handelt? Nein, ich weiß gar nicht. Sie redet nicht gerne darüber. Er ist halt ein bisschen älter und mit seiner Frau zusammen. Ja, Frau Berger, ich muss mal ganz direkt fragen. Ich meine, kann es nicht sein, dass Ihre Freundin, ja, wie umschreibe ich Ihnen das am besten? Ich meine, es wäre nicht das erste Mal, dass Wollen Sie sagen, dass sie sich was angetan hat? Nein. Also das würde sie nicht machen. So ist sie nicht. Sie ist ein zuverlässiger Mensch. Sie würde ihre Katze auch nicht alleine zu Hause zurücklassen. Das passt überhaupt nicht zu ihr. Okay, das Taxiunternehmen habe ich erreicht. Bergstraße 93 ist aber nicht die Wohnadresse Ihrer Freundin. Nee, das ist die Arbeitsadresse, wo wir in einem Event-Café zusammen kellnern. Okay. Ach, das ist ein Event-Café, dann verstehe ich das jetzt auch. Das so ist, laufe ich ja nicht sind jeden Ihre Tag Arbeitsklamotten. Ja. Okay, was hätte Ihre Freundin dort abends so spät noch gewollt haben können? Das passt vorne und hinten nicht zusammen. Das Lokal ist geschlossen. Hat sie dann vielleicht einen Schlüssel zu dem Lokal? Einen Schlüssel nicht, aber der Herr Meinert ist unser Chef, der wohnt über dem Lokal. Ihr Chef wohnt oben drüber? Ja, also mit seiner Frau. Aber Sie sagten doch vorhin, dass sie eine Affäre hat, der verheiratet ist. Könnte das denn sein? Hätte ich gemerkt. Wir arbeiten fast jede Schicht zusammen. Da wäre mir doch was aufgefallen. Also, nein, auf keinen Fall. Der Herr Meinert nicht. Also, der Taxifahrer meldet sich bei uns, sobald er wieder ausgeschlafen hat nach der Nachtschicht. Der kann uns wahrscheinlich sagen, warum oder wann Ihre Freundin sich umentschieden hat. Also, ich würde vorschlagen, wir fahren da auf jeden Fall mal hin und fragen, bis wir den Taxifahrer erreichen können, mal den Chef von dem Laden. Wie heißt er denn? Das ist der Herr Meinert, Tom Meinert. Tom Meinert. Dann fragen wir mal den Tom Meinert, ob sie da aufgetaucht ist. Gerade ein Verhältnis zu einem verheirateten Mann bietet für ein junges Mädel ganz viele Konfliktsituationen. Und offenbar kennt Frau Berger ihre Freundin doch nicht so genau, wie sie denkt. Scheinbar führt die ein intensives Eigenleben. Das Eventcafé ist der letzte bekannte Aufenthaltsort von Sarah Marquardt. Was wollte sie dort und was passierte danach? Und verbindet sie mit ihrem Chef mehr als nur ein Arbeitsverhältnis? Mein Name ist Bora Axo, ich bin von der Kriminalpolizei. Dieps, das ist meine Kripo. Kollegin Sabine Diebs. Sind Sie Tom Meinert? Ja, wie kann ich helfen? Ausweis von sich da? Worum geht's denn überhaupt? Also wir sind ein Sauberladen, wir haben ja... Ja. Hast du ein Bild da, Sabine? Herr Meinert, wir suchen eine Frau, die Sie kennen. Unsere Mitarbeiterin Sarah, ja. Was ist mit dir? Genau, die Frau Marquardt ist seit letzter Nacht verschwunden. Und wir haben rausgefunden, dass sie sich mit einem Taxi hierher bringen lassen hat. Okay. Wir haben jetzt noch nicht mit dem Taxifahrer gesprochen, aber vielleicht können Sie uns was sagen. War sie hier? Haben Sie sie gesehen? Mein Gott, ich wusste nicht, dass sie verschwunden ist. Also, sie war gestern Nacht vor meiner Haustür, ja. Sie war ziemlich aufgebracht. Sie wollte 5.000 Euro von mir haben. Sie hatte mir aber nicht gesagt, wofür oder ich gebe doch nicht einfach 5.000 Euro raus, wenn ich nicht weiß, für was sie das braucht. Ich habe sie dann weggeschickt, also ich gebe doch nicht einfach 5.000 Euro raus. Sie wollte das abarbeiten und als Vorschuss haben, aber wie lange soll sie denn dafür arbeiten? Wir haben ja herausgefunden, Sie wohnen direkt oben drüber. Ja, genau. Wohnen Sie alleine? Nein, ich wohne mit meiner Frau. Ich bin verheiratet, aber... War sie da?
Gott sei Dank nicht. Also ich meine, stellen Sie sich vor, nachts steht eine junge Frau vor Ihrer Haustür. Da wäre sie natürlich ein bisschen eifersüchtig, klar. Wo ist Ihre Frau denn, Herr Meinert? Die ist aktuell zu Besuch bei einer Freundin. Und was für ein Verhältnis stehen Sie denn zu Sarah, wenn ich fragen darf? Ich verstehe nicht, wie Sie das meinen. Das ist meine Angestellte. Wir haben ein ganz normales, kollegiales Verhältnis. Und hat Ihre Frau Grund, eifersüchtig zu sein auf die Frau Marquardt? Was wollen Sie mir damit unterstellen? Ich habe kein Verhältnis mit meinen Arbeitskolleginnen. Also wir sind ein professioneller Betrieb und das war's. Naja gut, was ist denn danach passiert, Herr Meinert? Naja, Sarah war extrem aufgebracht, weil ich ihr die 5.000 Euro nicht gegeben habe. Sie ist dann zu Fuß abgedüst und sie hatte ihr Handy noch gezückt im Treppenhaus und fing an zu telefonieren. Wahrscheinlich wollte sie den Nächsten anrufen und um 5.000 Euro anbetteln. Hast du noch Fragen? Nee, erstmal nicht. Schönen Tag noch, ja? Schönen Tag. Tschüss. Die Beamten wollen sich ein genaues Bild von der Vermissten machen, die offensichtlich finanzielle Probleme hat. Sie haben Jasmin Berger gebeten, die persönlichen Sachen aus der Wohnung ihrer Freundin auf die Wache zu bringen. Ja, hier zum Beispiel den Laptop. Vielleicht ist das interessant. Was haben wir denn hier? Also hier sehe ich schon mal die Kontoauszüge. Hat Ihre Freundin in letzter Zeit viel Geld gebraucht? Scheinbar ja, weil sie hat hier immer größere Nein, sie hat Beträge. Eigentlich einen bescheidenen Lebensstil. Also Sarah ist ein bescheidener Mensch, der viel arbeitet und wenig ausgibt. Und wenn wir mal shoppen waren, dann hat sie auch eher günstige Dinge gekauft. Sie hat immer große Beträge abgehoben, wie gesagt, und komme hier auf insgesamt jetzt schon mal 3.000 Euro. Das ist nicht. Haben Sie vielleicht das Passwort für den Laptop? So, oder ja. Ist das überhaupt passwortgeschützt? Ja, aber ich kenne das Passwort. Ich kann Ihnen das gerne entsperren. Ja, sehr gerne. Hilft. So, und das ist hier der Terminkalender, ne, Ihrer Freundin. So. Darf ich da einmal? Ja, natürlich. Danke sehr. Okay, laut Ihrem Browserverlauf war sie in der letzten Zeit ziemlich viel auf Seiten unterwegs, wo es um Gehirntumore geht. Da hat sie vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Es geht da um ihre Schwester, die hat einen gutartigen Hirntumor. Das hat sie mir vor ein paar Wochen erzählt. Das hat sie auch fertig gemacht, also die stehen sich nah und sowas belastet einen ja schon, aber könnte ich mir halt vorstellen, dass sie deswegen Recherche betrieben hat. Na, in Verbindung mit dem Liebeskummer, apropos Liebeskummer, ich habe hier ein Post-it gefunden. War schön letzte Nacht, gerne bald wieder, Kuss. Das ist aber eine andere Schrift, als sie hier für ihre Termine verwendet hat. Ja, sowas schreibt man sich ja auch nicht selber. Nee. Also ich bin mir sicher, dass das von der Affäre ist. Könnte es vielleicht die von Tom Meinert sein, die Schrift? Oh, also die habe ich nicht oft genug gesehen, um das sicher sagen zu können. Ich weiß das nicht. Nee. Gut, ansonsten haben wir hier noch so einen Briefumschlag. Was ist das denn? Frau Berger, sagten Sie nicht, dass die Schwester von Sarah Marquardt einen Gehirntumor haben soll? Schauen Sie sich das mal an. Oh mein Gott. Das lässt ja gar nichts anderes zu, als dass Sarah den Hirntumor hat. Also ich studiere ja sogar Medizin. Sie hätte mit mir sofort darüber sprechen können. Dann hätte ich ihr sicherlich auch was dazu sagen können, aber Der Einzelverbindungsnachweis von dem Handy von Frau Marquardt ist da. Sie hätte mir das doch sagen können. Nur irgendwann erwähnte sie mal sowas von wegen, sie möchte kein Mitleid. Und dann hat sie das Thema auch gewechselt. Ich dachte, das ist allgemein. Aber jetzt macht das Sinn. Also es ging um sie und sie wollte kein Mitleid, weil sie selber krank ist. Darf ich gerade kurz? Also zwei Nummern werden hier sehr oft angerufen. Hier die eine auch zu später Stunde. Das könnte ein Hinweis auf die Affäre sein. Und hier noch eine andere Nummer. Ja, das ist der Einzelverbindungsnachweis von dem Handy von Sarah. Und wir haben hier zwei Telefonnummern, die nach ihrer Trennung, als sie in ein Taxi eingestiegen ist, angerufen wurde. Eine davon ist eine Prepaid-Karte, die auf eine Fake-Adresse registriert ist. Und die andere gehört laut der KTU einem Gabriel Weiß. Sagt Ihnen das irgendetwas, der Name? Weiß? Nee, habe ich nie gehört oder hat sie auch nie was von gesagt. Okay, Gabriel Weiß. Ich recherchiere gerade mal. Gabriel Weiß, hier ist er. Also scheinbar hat er bzw. betreibt er ein Institut für unendliche Seligkeit. Da klickt so im Hinterkopf, die
Sarah hat mal vor einiger Zeit gefragt, was ich von alternativen Heilmethoden halte. Und da habe ich direkt gesagt, gar nichts. Also ich bin natürlich für die Schulmedizin. Und dann hat sie das Thema auch beendet und nie wieder angesprochen. Also, nee. Dieser Gabriel Weiß ist bei uns hier vorbestraft wegen sexueller Nötigung. Oh Gott. Ich schnapp mir mal den Jan und fahr da mal hin. Du machst die weiter? Okay. Die Vermutung liegt nahe, dass sich Sarah Marquardt bei dem angeblichen Heiler Gabriel Weiß Hilfe wegen ihres gutartigen Gehirntumors holen wollte. Aber warum hat sie ihn mitten in der Nacht angerufen? Hallo, schönen guten Tag, die Polizei Hallo. Duisburg. Gild ist mein Name, das ist mein Kollege Axo. Wie kann ich Ihnen helfen? Geht um Folgendes. Wir vermissen Sarah Marquardt. Kennen Sie die Person? Ja, ich kenne Sarah, tatsächlich. In was für einem Verhältnis stehen Sie denn zu der Frau Marquardt? Sarah war ein paar Mal hier gewesen, hat sich über meine Therapien informiert. Unser Verhältnis ist natürlich rein professioneller Natur. Ja, Sie machen mir einen etwas nervösen Eindruck, weil Sie dauernd in diese Richtung schauen. Ist da? Wissen Sie, in dieser gediegenen Wohngegend gerät man schnell in Verruf, wenn Polizei vor der Tür steht. Ich verstehe. Ich würde Sie auch gerne reinbitten, wenn Sie. Ja, gerne. Danke. Ihnen sind alle Türen offen. Kommen Sie rein. Setzen Sie sich bitte. Danke. Herr Weiß, wissen Sie denn, wo die Sarah sich gerade befindet? Nein, das weiß ich nicht. Also hier ist sie zufällig auch nicht? Nein, Sie können sich gerne umschauen, wenn Sie wollen. Wir haben die Verbindungsdaten von der Sarah überprüft und Ihr letzter Anruf gestern Nacht ist wohl an Sie gegangen. Können Sie uns sagen, worum es bei diesem Telefonat ging? Ja, Sarah und ich, wir haben telefoniert gehabt. Sie war ganz aufgelöst. Sie brauchte jemanden, der sie beruhigt und sie aufbaut ein wenig. Ihr Freund hatte Schluss gemacht. Es gab wohl einen sehr üblen, bösen Streit. Ihr Freund, mittlerweile ihr Ex-Freund, ist sogar verheiratet und dann auch noch der Chef von Sarah. Daraufhin hat der Kerl versucht, sie zu erpressen. Wenn seine Frau etwas von der Affäre mitbekommt, dann wird Sarah etwas passieren. Okay, wissen Sie denn zufällig, wer der Freund ist? Heißt er Tom Meinert vielleicht? Nein, das weiß ich nicht. Namen haben keine Rolle gespielt in unserem Gespräch. Herr Weiß, wie wollten Sie denn der Frau Marquardt hier eigentlich helfen? Wie sehen Ihre Methoden hier so aus, Ihre Behandlung? Also in meinem Institut sieht es erstmal so aus. Ich führe erstmal lange, ausgiebige Gespräche mit meinen Patienten, bis eine Vertrauensbasis geschaffen worden ist. Und erst wenn dieses Vertrauen geschaffen worden ist, dann bin ich bereit und auch der Kunde, eine Therapie einzugehen. In was für einem Stadium war die Sarah bei Ihnen? Die Sarah war in dem Stadium, dass sie sich noch nicht entscheiden konnte, ob sie eine Behandlung machen wollte. Sie hat aber stark darüber nachgedacht. Mhm. Herr Weiß, entschuldigen Sie bitte, wenn ich so vielleicht doof nachfrage. Aber wie genau sieht denn Ihre Behandlung jetzt aus? Also wie genau, was genau machen Sie? Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Therapien reichen von Handauflegen über Reinigungsprozesse, zeremonielle Ausgleichshandlung oder Reinigungshandlung, zum Beispiel mit südamerikanischem Heilwasser. Ist es wissenschaftlich belegt, dass es überhaupt funktioniert? Sie müssen daran glauben, es spüren, dann funktioniert es auch. Nichtsdestotrotz wissen Sie aber, dass Sie vorbestraft sind. Ja, Sie sind wegen sexueller Nötigung vorbestraft. Damit fangen Sie jetzt an? Das ist schon lange her. Also mittlerweile bin ich ein anderer geworden, ja? Und ich bereue es auch zutiefst. Es war ein schwerwiegender Fehler, den ich da begangen habe. Aber sowas wird mir heute nicht mehr passieren. Herr Weiß, und zwar haben wir die Info, dass womöglich die Sarah eine große Menge Geld benötigt hat. Also 5.000 Euro stehen im Raum. Haben Sie irgendeine Idee, wofür sie das gebrauchen könnte? Nein, das weiß ich nicht. Ich hoffe nur, dass Sarah gut geht und dass sie nicht allzu verzweifelt ist. Gianno? Ich habe nichts mehr, ne? Alles gehört. Herr Weiß, dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Falls wir irgendwelche Fragen haben, können wir gerne wieder auf Sie zurück, wenn Natürlich. Das in Ordnung ist. Wir finden alleine raus. Vielen Dank. Meine Tür steht hier immer offen. Dankeschön. Danke sehr. Auf der Wache angekommen, werde ich mir die Sabine noch mal schnappen und wir werden noch mal zu diesem Café fahren und Herrn Meinert dazu befragen. Scheinbar war er nicht ganz ehrlich zu uns und darüber möchte ich gerne noch mal mit ihm sprechen. Auf dem Weg zum Event-Café meldet sich der Taxifahrer von letzter Nacht bei den Beamten. Sarah Marquardt soll während der Fahrt einen Anruf erhalten haben und es gab Streit.
Am Café sei die junge Frau bereits erwartet worden. Es wird eng für Gastronom Tom Meinert. Herr Meinert, ich versuch's mal ein bisschen diskret zu halten. Wir haben mit dem Taxifahrer gesprochen und er hat gesagt, dass Sie vor dem Gebäude auf die Sarah gewartet haben. Und Sie haben uns doch vorhin erwähnt, dass Sie überrascht wurden. Das kann ja gar nicht stimmen. Können Sie mir das mal erklären? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Also, keine Ahnung. Sie ist plötzlich in der Nacht einfach aufgetaucht. Also, so war's. Okay, also wir gehen davon aus, dass Sie noch ein weiteres Prepaid-Handy haben. Können Sie uns das bestätigen? Ja, klar, hab ich ein zweites Handy. Ist auch nichts Unnormales. Ich meine, ich trenne Privates und Geschäftliches. Na ja, gut, wie auch immer. Können Sie mir einen Gefallen tun? Können Sie mir irgendwas mal aufschreiben, bitte? Ich brauche eine Notiz. Ja, klar. Was soll ich Ihnen notieren? Großen Keks heute Abend essen. Bitte schön, wenn es hilft. Herr Meinert, wenn ich mir das hier angucke und das vergleiche, das große G und das große K sind identisch. Also ist diese Nachricht auch von Ihnen geschrieben, oder nicht? Hören Sie, ich will das jetzt echt nicht an die große Glocke gehängt haben, okay? Ja, ich hatte was mit Sarah. Aber das ging anfangs von ihr aus. Und ich habe sie auch nur an dem Abend angerufen, um eigentlich Schluss mit ihr zu machen. Das wurde mir irgendwann viel zu heikel. Und plötzlich will die auf einmal 5000 Euro von mir haben. Angeblich wegen irgendwelcher falschen Versprechungen oder was weiß ich was. Als ich sie gefragt habe, für was, hat sie mir nichts geantwortet. Und dann drohte sie mir auch noch, dass sie das meiner Frau sagen würde. Hey, ich kann mich doch nicht scheiden lassen. Dieser Laden hier, der gehört uns beiden. Wenn ich sie auszahlen müsste, dann wäre ich pleite. Ist das Ihr Ernst? Sie sind Sarahs Freund? War Freund, okay? Also, wenn überhaupt Freund. Es ist jetzt Schluss. Haben Sie eine Ahnung, wie schlecht es ihr geht seit Wochen? Sarah ist am Boden. Das reicht mir. Ich bin raus. Mensch, Jasmin, hey, das können wir später auch noch besprechen. Gut. Oh, toll. Gut, Herr Meinert. Die sind zuerst mal los. Uns auch. Für den Moment, ne? Gut, Herr Meinert, wir lassen Sie mal alleine Ihre Geschäfte erledigen. Und schönen Tag. Ich gehe davon aus, er hat was mit dem Verschwinden zu tun. Er hat Sie als letztes gesehen. Ich weiß zwar, beziehungsweise vermute, dass da nicht alles ganz rund gelaufen ist zwischen Ihnen und Sarah, aber ob er wirklich was mit dem Verschwinden zu tun hat, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Zurück auf der Wache nimmt Bora Aksu noch einmal den selbsternannten Heiler Gabriel Weiß unter die Lupe. Schau mal, ich bin hier gerade auf der Seite von diesem Herrn Weiß, von dem Gabriel Weiß. Unendliche Seligkeit. Und dort sehe ich gerade, dass er unterschiedliche Therapien anwendet. Klangschalentherapie, Atem- und Pendelritual. Bietet da auch südamerikanisches Heilwasser an. Mit sehr stolzen Preisen, muss ich dazu sagen. 2 CL kosten 75 Euro. Oh, wow. 3 CL 90 Euro. Dieses Heilwasser soll wohl helfen gegen chronische Erkrankungen. Diverse Krebsarten. Okay. Steht da. Das Wasser wird aus einer Quelle in Südamerika gewonnen. Die Quelle wird auch von den dortigen Yanomami-Indianern seit Jahrhunderten als Heilquelle wohl genutzt, gibt er an. Ja, die Preise sind nicht schlecht. Gibt es hier irgendwie Bewertungen oder Erfahrungsberichte von irgendwelchen Patienten? Ja, habe ich mir auch schon grob angeschaut. Also entweder gibt es sehr gute Bewertungen oder halt sehr schlechte, so mittelmäßige gar nicht. So Begriffe wie Scharlatan und Quacksalber und keine Ahnung. Der hat auch ein Werbevideo drin, ich zeige dir das mal. Willkommen im Institut für unendliche Seligkeit. Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an therapeutischen und heilpraktischen Rehabilitationen. Schwerbehörde. Das ist dieses Heilwasser, ne? Ich habe Lebenszeichen von Sarah bekommen. Sie müssen sich das sofort ansehen. Die ist in Gefahr. Bitte gucken Sie mal. Jasmin, ich helfe. Ich bin aua. Ja, da hat dir jemand das Handy weggenommen, ne? Ja. Warte. Die ist in Gefahr. Warte mal, stopp. Setzen Sie sich mal ganz kurz hin. Nur bleiben Sie mal ruhig. Mach mal bitte noch mal das Video an von eben da. Im Hintergrund. Schau mal hier, das Bild ist es doch. Ja, stimmt, jetzt wo du es sagst. Wir haben auch vorhin bei der Befragung mit dem John, habe ich das Bild gesehen, habe ich bemerkt. Das ist bei dem Herrn Weiß auf jeden Fall. Sie scheint dort zu sein und in Gefahr zu sein. Wir müssen da unbedingt hin. Als Sabine Dietz und Bora Aksu an der Villa des vorbestraften Quacksalbers eintreffen, hoffen sie, dass es noch nicht zu spät ist. Sarah? Frau Marquardt? Schau dir mal hier die ganzen Flaschen an. Sarah? Nee, hier ist niemand. Was ist das? Farbstoff hier? Der füllt das um hier. Okay. Ist doch ein Betrüger, ja? Von wegen Heilwasser.
Ob auch Sarah dem Betrüger auf die Schliche gekommen ist? Die Beamten verlieren keine Zeit. Komm her. Siehst du da unten? Als wir gesehen haben durch das Fenster, dass Herr Weiß versucht, Frau Marquardt da aufzuhängen, war uns klar, dass höchste Eile geboten ist. Herr Weiß, weg von hier! Ach, gut, dass Sie kommen. Frau Marquardt! Runter! Hey! Ich hab da nichts gemacht! Hände nach hinten! Ich bin unschuldig! Ja, klar, ist klar. Die wollen mir mein Handy klauen! Ist klar, Herr Weiß. Die haben mir mein Handy geklaut! Ey! Was soll denn das? Das war schon ziemlich heftig. Also der hat ja diesen grünen Gurt da an dem Baum dran gemacht und wollte vermutlich die Sarah Marquardt daran aufhängen. Er wollte sie umbringen und es aussehen lassen, als hätte sie es selbst erhängt. Mittlerweile ist auch die beste Freundin der 21-Jährigen an der Villa eingetroffen. Und seelische Unterstützung kann Sarah Marquardt jetzt auch gebrauchen. Ich bin auf seinen Schwindel reingefallen. Er hat mir versprochen, dass er mir helfen kann. Wegen meinem... Ich weiß Bescheid, ich weiß und, schon alles. Und davor, wofür brauchten Sie so viel Geld? Er wollte ja, Geld Ja, ich brauchte das Geld und irgendwann ist mir das Geld dann ausgegangen und er hat gesagt, ich könnte halt mit Sex bezahlen und... Ist Ihnen was passiert? Ist es nein, Sie angegangen? Nein, ich hatte vorhin sein Labor gefunden und dann hat er mich überwältigt und hat mich niedergeschlagen und im Gerangel konnte ich ihm so noch sein Handy... Und von seinem Handy haben Sie den Hilferuf abgesetzt. Ja, dann habe ich Jasmin das war sehr gut, haben Sie sehr gut Dank gemacht. Hast du mir eine Nachricht gegeben? Wirklich, wir dürfen nicht darüber nachdenken, was sonst passiert wäre. Dann gehen wir mal ins Warme, oder? Jetzt gehen wir mal mit. Sie kommen mit. Ja. Geht es? Ja. Er wird sich auf jeden Fall vor Gericht wegen Betrug, Körperverletzung und Freiheitsberaubung verantworten müssen. Selbst die sexuelle Nötigung werden wir prüfen. So oder so, selbst wenn er seine Strafe abgesessen hat, wird er nicht mehr praktizieren dürfen. Sarah hat sich wenig später einer Operation unterzogen. Der gutartige Tumor konnte ohne Probleme und Folgeschäden entfernt werden. Die 21-Jährige genießt ihr Leben wieder in vollen Zügen. Gabriel Weiß sitzt im Gefängnis.